Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Und heute geht es mit der neuen Lego Ninjago App weiter, mit dem neuen Lego Ninjago Spiel, Lego Ninjago Wukru. Und das werden wir heute wieder mit euch zocken. Wir zocken es weiter. Wir müssen Cole finden. Finde den Weg zu Cole, indem du die Gebiete von dunkler Materie befreist. Okay, wir müssen in Richtung Cole und das ist hier die große Karte. Vielleicht gehen wir mal hier in die Waldwildnis und in unserer Crew, da ist auch der Zane dabei, so glaube ich zumindest. Ja, der Zane ist auch dabei. Und wir haben auch schon die Fähigkeit ein bisschen ausgebaut. Ja. Ich würde sagen, wir starten direkt. Beim letzten Teil sehr, sehr viel Story. Finde ich immer sehr cool, dass es eine Hintergrundstory gibt. Wirklich sehr, sehr cool bei dieser App. Findet man bei Apps ja nicht so oft. Aber hier ist jetzt was dabei. Was sagt ihr zum Spiel? Habt ihr es euch schon runtergeladen? Wir haben das ja schon angezockt. Ich finde es sehr, sehr cool. Das ist unser eigener Lego Ninjago. Den haben wir selbst gemacht. Unser Iroh. So, und mal gucken. Ah, wir können auch tauschen. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei meinem. Und der hat eine Spezialeigenschaft, könnt ihr sehen. Hier der erste Kristall. So, sehr gut. So, ich sehe eine Kiste, die müssen wir uns auf jeden Fall auch noch gönnen. Ah, so, erste Kiste geöffnet. Wir haben Gold gesammelt. So, es geht runter. So. Den schnappen wir uns. Okay. Ah, okay, wenn es grün leuchtet. Oh, das sind echt eine Menge Gegner. Hä, es war doch grün. Okay. Vorne zum Kristall. Okay. Hier brauchen wir Zane, glaube ich, ja, um hier durchzukommen. Warum geht das denn jetzt nicht? Vielleicht mal wieder nach hier oben. Ah, jetzt sind wir hier durch. Hier zur Kiste. Deswegen die Crew, Leute. Damit wir halt überall hinkommen, wo wir sonst nicht hinkommen. Was ist das? Okay, hier können wir einfach den Gong schlagen. So, wir gehen wieder nach oben, denn wir müssen noch weiter. Wechseln unseren Ninja mal wieder. Das ist Iroh Khan. Ich sehe aber das Schwert nicht. Ja, super. Ja. Yes. Okay. Gut gemacht. Wir sehen hier noch ein Kristall. Hier eine Kiste. Die muss geöffnet werden, dann haben wir drei Kisten. Na, ist hier unten irgendwas? Nö. Okay. Dann gehen wir hier runter und sind am Ende des Levels, oder wie sieht's aus? Ja, glaube, oder sind wir... War das ein Portal? Das kann natürlich auch gewesen sein. Ich nenne den ja Iroh-san. Ja, Iroh-san. Wie Irokese, Iroh-san. Oder Kanzer, wie man möchte. So, es geht weiter. Das war nur ein Portal. Können wir unten aber auch sehen, den Fortschritt des Levels. So, greif ihn an. Tarnung, sehr gut. Okay, hier ist noch einer. Da kommt einer.
schnapp ihn dir. Sehr gut. Ist hier denn sonst noch etwas? Nope. Wir gehen wieder da hinten hin. Mit der Steuerung, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch ein bisschen meine Probleme. Einfach den Finger drauf drücken und drauf lassen. Hier zur Kiste. Alles klar. Oh, da sind Minen. Komm mir hier runter. Ich bin gespannt, ob die. So, okay. Ist hier oben irgendwas? Nö, sehe ich erstmal nichts. Scheint nur so ein Aussichtsturm zu sein. Oder hier. Ach, da ist was Goldenes. Aber erstmal mal wirklich fertig. Yes! Viele Punkte gesammelt. Ah, okay, das kriegen wir mit keinem unserer hin, weil wir diese Spezialkraft nicht haben. Aber ich sehe eine Truhe. Das war die zweite. Ja, und hier ein Kristall. Den kriegen wir aber hin. Kriegen wir den vielleicht mit Zane hin? Eigentlich glaube ich nicht. Zwei Kristalle. Fertig. Yes. Ab zur Kiste. Okay, Kiste Nummer 3. Sehr gut. Wir haben wieder viele Punkte gesammelt. Und wir gehen wieder ins Portal. Denke ich mal, dass es ein Portal ist. Wir sind auf der Suche nach Cole heute von Lego Ninjago. Eine sehr coole App. Lego Ninjago Woo Crew. Das ist unsere Crew bisher. Eruk-san oder Khan-san. Ne, ich nenne ihn Khan-san. Nein, Ero-san. Und hier ist ein Hebel. Und Zane. Gehen wir mal zum Hebel. Was hat das denn zu bedeuten? Ich hoffe, wir haben nichts kaputt gemacht. So. Nach oben Punkte sammeln. Ah, okay. Die Tür öffnet sich dadurch. Aber wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Ich denke mal, wenn es grün ist, ja. Weil so haben wir den auch eben geblockt gerade. Vorne ist nichts mehr. Nein, 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 nein. Bleib mal hier oben. Wo willst du denn, Freundchen? Nein, 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 nein. Ach, nö. Mal bitte runter. Wir wechseln mal zu Zane. Vielleicht kriegt der das hier mit dem Kristall hin. Ja. Das läuft. Und wir wechseln wieder. So, vielleicht gehen wir erstmal nach unten. Ja. Guck mal. Ach nee, wir müssen hier runter. Tarnung, sehr gut. Das Gong, das macht uns auf. Das macht auf uns aufmerksam, glaube ich. Und ich sehe eine Kiste. Kiste 2 von 3, sehr gut. Haben wir hier noch was? Nope. Ich glaube, wir können jetzt hoch.
Mit dem Finger drauf lassen. Also ich dachte erst, man muss irgendwo berühren, macht er auch. Aber man kann sonst auch selber steuern. So, und ich glaube, damit ist die Mission... Nein. Die eine Kiste haben wir noch nicht geöffnet. Das wäre jetzt fatal, wenn wir die nicht geöffnet hätten, Leute. Die nächste Mission, oder die erste große Mission, ist abgeschlossen mit Iro-san oder Kan-san. Ich weiß nicht, entscheidet ihr es, Leute, schreibt es in die Kommentare. Und wir haben echt eine Menge gesammelt. Mal gucken, ob wir unsere Fähigkeiten hier schon ausbauen können. Das haben wir abgeschlossen, unsere Sammlung. Da fehlt, glaube ich, nur eins. Ja. Mann! Dem haben wir auch noch genügend. Okay. Und ich glaube, das sollte für ein Level-Up reichen eigentlich. Sogar vielleicht für zwei. Schaut euch mal an, wie viel wir gesammelt haben. Level-Up. Gucken, ob wir schon Level 3 kommen werden, Leute. Yes! Wir sind Level 3. Cool. So, jetzt können wir natürlich weitermachen. Wir müssen nach rechts, also müssen wir nach oben gleich. Aber gucken wir mal, ob wir hier Fähigkeiten verbessern können. Eigentlich schon. So, wir könnten jetzt noch zusätzlich jemanden dahin holen. Aber wir haben noch keinen weiteren Ninja hier für unsere Wu-Crew. Deswegen gucken wir mal. Wir können auch unseren Ninja wechseln. Nein. Ich brauche ein bisschen mehr. Mein Leben hat uns bisher eigentlich auch noch. Vielleicht das hier ist Genjutsu. Dauer 8 Sekunden. Und wir verbessern natürlich unser Schwert, unsere Waffe. Ah, dafür brauchen wir zwei. Okay, dann vielleicht doch, was ist das? Beweglichkeit und Stärke. Auf jeden Fall Stärke. Okay, Leute. Beim nächsten Mal geht's dann mit der nächsten Mission weiter. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei Lego Ninjago Wu-Crew. Schreibt in die Kommentare, wenn euch das Spiel gefällt. Und wenn es euch sehr gefällt, dann gerne auch einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten. Aber trotzdem, Abo da lassen, Leute, damit ihr kein Video mehr hier verpasst bei Spiel mit mir, Apps und Games. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!